Sonja Klimas Musikcharity für Laboraffen. Sonja Klima konnte mit ihrem Engagement für Kinder, Tiere und Umwelt in Österreich schon einiges bewegen. Zurzeit ist ihr das Affenrefugium von Gut Eiderbichl in Gensendorf ein besonders großes Anliegen. Jahrzehntelang wurden die Schimpansen im Dienste der Wissenschaft in Isolation ohne Licht und Kontakt zu den Artgenossen gefangen gehalten und gequält. Die Befreiung aus dem tristen Dasein und die Freude über das Spüren von Sonnenlicht, Erde und Freiheit seit ihrer großen Gefangennahme im Babyalter waren unfassbar groß und hat viele Menschen berührt. Also wir haben heute hier ein Fest zugunsten der Ex-Labor-Schimpansen in Gensendorf von Gut Eiderbichl. Ich muss ganz kurz diese Geschichte erzählen. Vor vielen, vielen Jahren, in den 90er Jahren, wurden 40 Schimpansen aus Sierra Leone, aus Afrika, in einem Wildfang eingefangen und kamen nach Österreich und wurden 30 Jahre isoliert in Gitterkäfigen, ganz alleine gefangen gehalten und wurden jeden Tag wirklich gequält von den Menschen. Und das ist so ein trauriges Schicksal, dass ich wirklich damit muss ich setze mich jetzt für diese Schimpansen ein, weil seit einigen Jahren kamen sie in Freiheit. Also wir haben große Gehege gebaut für die Schimpansen. Sie haben Freigehege jetzt in Gensendorf und man muss sich vorstellen, wie wenn man 30 Jahre in einen Lift eingesperrt wäre und plötzlich geht die Tür wieder auf und du siehst nach 30 Jahren wieder die Sonne, spürst den Wind auf deiner Haut und das ist so ein emotionales Erlebnis gewesen, als man sie wieder freigelassen hat, dass ich jetzt noch weinen muss, wenn man diese Bilder sieht. Und was die Menschen diesen wunderbaren Geschöpfen angetan haben und diese Schimpansen trotzdem verzeihen, trotzdem dem Menschen gegenüber positiv gesinnt sind, das ist einzigartig. Und ich versuche natürlich jetzt Geld aufzustellen, weil die Schimpansen werden 60 Jahre alt. Sie waren 30 Jahre in Gefangenschaft. Wir haben bis vor 2 Jahren Sponsoren gehabt, die uns unterstützt haben, nämlich diese Pharmafirma, die auch diese Tiere gequält hat. Und leider Gottes ist der Vertrag vor 2 Jahren zu Ende gegangen und wir haben aber noch 29 Schimpansen. Und ich hoffe, dass sie noch lange leben, dass sie noch lange ein schönes, erfülltes Leben haben, in Freiheit, zumindest unter Anführungszeichen in Freiheit. Tiere wurden jahrelang mit Unterstützung von Pharmakonzernen, Land und Bund für Laborforschungszwecke eingesperrt. Erst 2019 endete für sie dieser Albtraum. In Gensendorf liegt in einer Außenstelle von Gut Eiderbichl jener Ort, wo den traumatisierten Tieren die bestmögliche Unterbringung gewährleistet wird und sie Schritt für Schritt in ein geregeltes Leben zurückbegleitet werden.
Hierfür gibt es allerdings kein Geld. Das Leben in Freiheit muss sich zur Gänze nur durch die Unterstützung von Spendern tragen. Ja, man kann natürlich spenden, gut Eiterbichl vielleicht. Ich sage euch dann die Spendennummer. Und es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir viele, viele Unterstützer gewinnen können, weil es kostet natürlich eine sechsstellige Summe im Jahr, dass wir das Ganze erhalten können und dass wir ihnen auch das bieten können, ihr Leben natürlich artgerecht, das Futter, auch die Menschen, die dort arbeiten. Es ist ein 24/7-Job, man muss sich vorstellen, da gibt es keine Freizeit. Und wenn man die Schimpansen sieht, ihr werdet sie dann sehen, wir haben hier einen Film, ich glaube, dass erweicht jeden sein Herz und jeder wird spenden, wenn er dieses Leid sieht und vor allem, was wir ihnen angetan haben. 30 Jahre in Gitterkäfigen gefangen. Tierfreundin und Gut Eiderbichl-Botschafterin Sonja Klimer setzt sich schon seit Bestehen der Außenstelle von Gut Eiderbichl in Gänserdorf für die Laboralpen ein. Ihr gelang es, Musikmanager Helmut Scherf mit ins Boot zu holen, der die Stars der internationalen Musikszene kennt. Jetzt veranstalteten die beiden einen Abend mit internationalen musikalischen Gästen und nicht irgendwo, sondern im Leobersdorf im Campo Feliz, dem europäischen Domizil und Studio des Weltstars José Feliciano. Das Ziel ist klar, so viele Spendengelder wie möglich zu lukrieren. Und dass die Sonja aus dem Tristingtal ist und ich da das älteste Haus im Tristingtal für solche Zwecke des Campo Feliz hergerichtet habe, mit dem Herrn José Feliciano und dem Brian Feliciano, der auch hier ist, bitte ich hier, weil wir Dreharbeiten nicht nur zu den Spenden machen, komm können wir dieses musikalische und Artisten-Highlight darbieten. Für meine Mauer bin ich das Drama, das Drama Love. Alle Gäste erwarten ein exklusives musikalisches Highlight in Leobersdorf. Das rustikale und echte Ambiente im Campo Feliz bietet das richtige Lebensgefühl, um Spenden zu sammeln, die helfen, das Leben der gequälten Tiere zu erleichtern. Ein Höhepunkt des Abends ist der Auftritt von Sänger Manolo, der weltbekannten Stimme der Gypsy Kings. Auch die Kunst kam nicht zu kurz. Der Maler Herbert Wallner hat die befreiten Tiere in seinem wirklichkeitsnahen, abstrahierenden Stil porträtiert.